Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Minecraft-Tutorial. Heute mal was ganz anderes, habe ich so in der Art noch nie gemacht. Und zwar zeige ich dir heute und in den folgenden Teilen, wie man diesen wunderschönen griechischen Tempel bauen kann. Ist nicht besonders groß, sieht aber trotzdem richtig, richtig cool aus. Und mir fällt gerade auf, ich habe noch Deko auf dem Dach vergessen. Also da kommt dann noch was drauf, aber dazu kommen wir dann, wenn wir ihn bauen. Ja, so in etwa wird er aussehen, nur noch eine Ecke cooler und es werden nicht irgendwo Blöcke fehlen. Haha, ja. Wie immer professioneller Anfang und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. So, da sind wir auch schon in Minecraft angekommen und vorab möchte ich noch ein paar Sachen erwähnen. Und zwar, ihr kennt ja meinen Minecraft-Server. Oder vielleicht auch nicht, denn dann ist die Nachricht für euch. Ich habe im Minecraft-Server so ein bisschen Creative, so ein bisschen Minigames, alles mögliche dabei. IP-Adresse ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, würde mich sehr freuen. Und das Server-Team, ja, gesponsert wurde das Ganze von Kavala Live und ich würde sagen, genügend Promotion, oder? Nur noch kurze Anmerkung, warum mein Minecraft so schön aussieht. Manche fragen das immer. Ich benutze einen Shader-Mod, den kann man sich installieren. Dann kann man hier so Shader-Packs einziehen und ich habe halt den BSL-Standard-Shader-Version 5. In der Minecraft 1.11. Ja, müsste soweit stimmen. Okay, gut, dann fangen wir mal an, hätte ich gesagt. Und zwar brauchen wir als allererstes ein Viereck als Basisplatte. Dazu ein Block hierhin, das wird unsere äußerste linke Ecke, also hier vorne das Gesülze kommt dann noch dran, aber das wird diese Ecke da. Genau, dann gehen wir 6x3 sind 18, ja, insgesamt 18 Blöcke muss diese Strecke lang werden, also 12 Blöcke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke in diese Richtung und jetzt muss das Ganze nochmal 24 Blöcke insgesamt lang sein, also mit dem hier gerechnet 24 Blöcke, also hier 2 Blöcke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Sieht sogar relativ gut aus. Falls wir uns verbaut haben, merken wir das später, aber ist halb so tragisch. So, jetzt ziehen wir das Ganze einmal hier rum und verbinden das einmal. Wer will, kann die Fläche auch ausfüllen, würde ich aber nicht empfehlen, weil das sind dann doch einiges an Blöcken und ich weiß nicht, ob ihr die unbedingt platzieren wollt. Genau, haben wir das dann gemacht, dann bauen wir im Prinzip einen inneren Ring rein, den seht ihr da drüben. Ich finde das ist eigentlich ganz geil, also sagt mir mal, was ihr davon haltet, wenn ich das Gebäude daneben stehen habe, weil dann kann einerseits ich nochmal gucken und ihr könnt nochmal gucken und ihr wisst genau, was ich gerade baue und ihr könnt so ein bisschen verfolgen, wie das dann später aussehen muss. Vielleicht ist das ja eine kleine Hilfestellung für euch. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also wie gesagt, wir bauen jetzt diesen kleinen nach innen versetzten Ring. Ist im Prinzip nicht weiter schwer, nur dass halt überall ein Block nach außen drumherum sein muss. Und ja, also ihr könnt das eigentlich ganz gut machen, indem ihr hier drin einfach an der Kante entlang lauft und so lange baut, bis ihr irgendwo anstoßt. Ja, ich denke, mehr gibt es dazu eigentlich schon fast nicht zu sagen. Denn wir sind schon rum. Sieht dann in etwa so aus. Wer will, kann diesen Block hier noch wegmachen. Sieht nämlich nicht so schön aus. Sieht man später eh nicht, aber hey. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen viel bauen, denn wir müssen die ganze Fläche hier einmal oben drauf ausfüllen. Bedeutet einmal hier komplett entlang und dann einmal die gesamte Fläche ausfüllen. Weil das Ganze jetzt ein bisschen lange dauern würde per Hand und ihr ja nicht 5 Minuten mir zugucken wollt, wie ich irgendwelche Flächen baue, werde ich kurz World Edit benutzen. Für die Leute, die das nicht kennen, World Edit ist eine Modifikation für Minecraft, die man sich auch installieren kann, womit man schneller Blöcke platzieren kann. Ist ganz praktisch. Also, falls ihr World Edit habt, macht mir einfach genau dasselbe nach. Dann solltet ihr kein Problem haben. Oder, falls ihr nicht World Edit habt, ihr markiert, warte, ich zeig's euch einfach mal. Ihr baut im Prinzip hier eine komplette Fläche. Ihr baut im Prinzip wieder den Rahmen, wie wir ihn hier unten haben. Baut er einmal drauf. Und dann füllt er die gesamte freie Fläche auf, sodass ihr hier halt einen festen Boden oben drauf habt. Das werde ich dann kurz einmal mit World Edit machen und dann sieht das Ganze in etwa so aus. Tada! Drei Blöcke hoch, einen in der Mitte nach innen versetzt und oben eine schöne große Fläche zum Draufbauen. Ja, also wie gesagt, ich werde an manchen Stellen World Edit benutzen. Natürlich werde ich nicht irgendwas spiegeln und kopieren und so, sondern einfach nur so Sachen, die repetitiv sind, werde ich halt einfach kurz beschleunigen. Zum Beispiel werde ich nicht jede Säule einzeln bauen, weil das einfach viel zu lang dauern würde.
Und ja, nur, dass ihr vorbereitet seid. Falls ihr sagt, okay, da komme ich nicht mit, dann ist das Tutorial leider nicht für euch. Das tut mir leid. Aber ansonsten hängen wir hier halt wirklich gute anderthalb Stunden. So, als nächstes, ihr seht das schon, sind die Säulen dran. Die Säulen sind eigentlich super einfach. Ihr baut einfach, ist das richtig jetzt? Ja, sieht richtig aus. Ihr baut einfach immer aneinandergrenzend diese Säulen hin. Wichtig, nur an den Ecken haben die vier Blöcke in jede Richtung oder vier Treppenstufen. Nebenbei bemerkt, das sind Quarztreppenstufen, ne? Ansonsten hier müsst ihr euch vorstellen, dass man hier langlaufen kann, deswegen würde da eine Treppenstufe stören. Und wir setzen das hier stattdessen durch einen Quarzblock. So. Das Ganze werden wir jetzt einmal komplett drumherum machen, also immer diese kleinen Kreise hier bauen. Treppenstufe an, Treppenstufe, Treppenstufe an, Treppenstufe. Dann sollten wir hier hinten perfekt rauskommen und insgesamt 8 Säulen haben. Wichtig ist, dass ihr hier immer die Blöcke reinsetzt, ne, in etwa so. Und ja, hier kommt dann noch so eine Treppenstufe dran und dann geht das Ganze halt wieder los in diese Richtung. Einmal komplett um den Spaß drumherum. Ich werde die Bodensäulen werde ich jetzt noch per Hand platzieren, aber dann später die Säulen obendrauf werde ich mit World Edit machen. So habt ihr im Prinzip die Säulen an der richtigen Stelle und ja, müsst es dann nur noch wiederholen. Und ich denke, da sollte keiner rauskommen. Hoffe ich zumindest. Falls dem doch so ist, dann tut es mir halt echt schrecklich leid. Kann ich es auch nicht ändern. Aber sollte ja eigentlich kein großes Thema sein, hier einfach mal kurz die Treppen zu platzieren. Ja. Mega spannende Arbeit, ihr merkt es schon, es ist halt wirklich immer wieder genau dasselbe, deswegen, das will ich euch nicht antun, deswegen werde ich das irgendwann ein bisschen beschleunigen. Einziger Unterschied ist, hier vorne haben wir noch eine kleine Besonderheit und zwar die zwei Säulen in der Mitte, ach, ihr seht es ja gleich, hier kommt keiner hin, ja, alles richtig. Und zwar, das war falsch, diese beiden Säulen hier haben hier keine Treppenstufen, weil wenn hier Treppenstufen wären, hier wird unsere Treppe nach oben kommen, dann kommt man hier leider nicht mehr durch. Deswegen hier keiner hin und ja, jetzt überall noch die entsprechenden Quarzblöcke reinsetzen und dann sind wir ready to go. Und wir haben unseren Säulenrundgang gebaut. Ging eigentlich relativ schnell oder halt zumindest die Sockel von den Säulen, ne? Also ihr wisst jetzt, wo die Säulen hinkommen und ja, ergibt sich dann fast von alleine. Gut. Die Säulen sehen überall gleich aus, also jeweils auf den Quarzblock hier kommt immer eine Säule oben drauf, ne? Hier immer auf den Quarzblock oben drauf, ist logisch, oder? Und zwar brauchen wir jetzt, wir brauchen Bricks. Wir brauchen die gemeißelten Steinziegel, die kommen jetzt hier auf jeden Quarzblock in etwa so oben drauf. Und dann brauchen wir Quarzsäulen hier, wunderschön, die passen richtig gut. Und dann kommen auf die gemeißelten Steinziegeln, kommen 8 Quarzsäulen oben drauf. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist das dieselbe Höhe? Nochmal kurz nachzählen. Sind 8 Blöcke. Hier drüben hatte ich auch 8 Blöcke. Nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwo vertan habe. Nö, sind 8 Blöcke. Okay, gut. Dann oben drauf einmal wieder einen gemeißelten Steinziegel und oben drauf einen Quarzblock. In etwa so und ja, das machen wir jetzt erstmal. Ich muss gerade mal gucken, wie lange bin ich denn schon am Aufnehmen? Nicht, dass hier die Folge wieder 10.000 Jahre lang wird, das wäre richtig blöd. Also ich denke mal, ich mache so bis 25, ja, in etwa so. Okay, das kriegen wir hin. Gut, also, ich hoffe, ihr habt verstanden, jeweils auf den Quarzblock hier kommt so eine Säule oben drauf. Und ja, weil mir das jetzt ein bisschen lang dauert, werde ich das kurz beschleunigen, indem ich hier ein paar World Edit Befehle anwende. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht sonderlich. Da kommt ein Leerzeichen dazwischen. Ah, richtig. Ja, wenn man mit World Edit arbeiten will, sollte man mit World Edit umgehen können. Ha, schön, Johannes. Wie machen wir das denn am besten? Wir machen hier so, und dann machen wir so und dann machen wir hier den Befehl. So, jetzt funktioniert das Ganze auch. Optimal. Ah, jetzt fehlen hier die Treppenstufen. Ey, ist ja verrückt. Dauert fast so lange, wie wenn man es von der Hand baut. Naja, reg dich nicht auf, Johannes. Reg dich nicht auf. So, dann einmal hier und dann einmal Stack 7, zack, sind die Säulen hier drauf. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal hier, von hier bis hier. Dann einmal Stack 5 müsste das Ganze sein. Ja, wunderbar. Und dann noch einmal von hier bis hier und Stack 7. Tada. Und komm, die letzten zwei baue ich jetzt noch per Hand, weil ich glaube, das geht fast schneller. Und ja, dann sind wir im Prinzip auch schon fertig mit den Säulen. Alter Leute, wir sind flott unterwegs. Wir sind richtig flott unterwegs, aber ja, freut mich, finde ich cool.
hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und guckt euch das an. Sieht das nicht schon geil aus? Ich finde, es sieht einfach mega, mega, mega geil aus. Okay. So, apropos schnell unterwegs, falls ich euch irgendwo zu schnell unterwegs bin und ihr sagt, wow, da bin ich jetzt rausgekommen, wo hast du da welchen Block hin platziert, guckt euch das Video als allererstes nochmal langsam an und wenn ihr dann immer noch nicht weitergekommen seid, dann stellt mir eine Frage unten in den Kommentaren und dann werde ich euch das Ganze beantworten, so gut ich kann. Okay, gut, das haben wir. Jetzt noch ein paar ekelhafte Treppenstufen platzieren, das hätte ich eigentlich gleich mitmachen können, aber hey. Und zwar kommt jetzt hier umgedreht an jeden Quarzblock oben dran, an jede Seite eine Treppenstufe. Also pro Quarzblock 4 umgedrehte Treppenstufen. Hey, richtig cool, oder? Da kriegt man auch nur ganz minimalen Drehwurm. Ja, und man müsste Blöcke platzieren können, das wäre schon von Vorteil, Johannes. Ha. So talentiert. So, und dann hier und hier und hier. Wie gesagt, hier werde ich jetzt auch nochmal kurz World Edit für verwenden, weil ansonsten baust du dich ja dumm und dämlich. Ne? Einmal so und dann einmal hier //stack7. Optimal. Hier drüben, ihr habt es beinahe erraten, für die Leute, die World Edit benutzen, ganz genau dasselbe, nur mit Stack 5. Tada! Und ja. Ich hoffe, die Leute, die jetzt kein World Edit installiert haben, kommen auch hinterher, aber es ist ja wirklich einfach an jeder Säule dasselbe machen und dann macht ihr im Prinzip alles richtig. So, einmal Stack 7 und dann haben wir den Säulengang auch schon fertig. Ist auch schon fast das letzte gewesen, was ich mit World Edit mache. Beim Dach werde ich später noch was machen, weil das halt auch sehr geradlinig ist, aber ansonsten haben wir es jetzt schon fast. Okay, cool. Dann können wir ja weitermachen. Als nächstes brauchen wir die Steinziegel. Und wir gehen jetzt einen Block vom Rand hinweg. Bedeutet, dass man hier noch überall gut durchlaufen kann. Und dann gehen wir einmal hier hin. Lassen zwei Blöcke frei, gehen einmal hier hin. Wichtig ist, dass wir hier immer noch drumherum laufen können. Und dann bauen wir hier einfach mal ein kurzes Viereck draus. Bis hier hinten, sodass man noch durchlaufen kann. In etwa so. Und dann einmal hier entlang. Kann man eigentlich super easy machen. Einfach so weit bauen, wie es geht. Und dann hat man alles richtig gemacht. Dann haben wir einmal diesen Rand, optimal, und hoi, sieht das cool aus. Ach, das wird schön, ich freue mich jetzt schon drauf. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen, bis wohin geht denn das? Okay, also wir bauen jetzt im Prinzip den Rahmen nochmal ganz genau so, wie er unten ist, hier oben hin. Und zwar orientieren wir uns hier an den Treppenstufen von den Säulen, die nach innen zeigen. Also da einmal dran entlang. Dann sollte der genau über dem Rahmen da unten drunter liegen. Ich hoffe, das macht Sinn. Ja, ich denke schon. Ich hoffe, meine Erklärung kann man so befolgen. Aber sollte eigentlich funktionieren. Okay, dann einmal bis hierhin. Und dann noch ein letztes Mal in diese Richtung. Und tada, das Ding steht. Optimal. Jetzt an den Kanten werden hier noch Säulen hochgezogen aus Steinziegeln. In etwa so. Das wollte ich nicht. Und dann machen wir das Ganze hier noch einmal. Und hier vorne noch einmal, in etwa so, und dann einmal hier, und ja, dann sieht das schon relativ gut aus. Ja, sogar ziemlich gut. Unsere Wände stehen bald. Als nächstes schnappen wir uns, haben wir gar nicht hier, den gemeißelten Quarz. Hier, so sieht er aus, und damit werden wir jetzt richtig bananas gehen. Und zwar kommen hier auf diese drei Blöcke einmal gemeißelter Quarz drauf. Dann einmal an der Seite bis ganz nach oben und dann einmal oben entlang. An der Seite wieder bis ganz nach unten. Und schon haben wir unseren ersten Rahmen. Cool. Dann machen wir hier oben einmal das hier und einmal das hier. Verbinden die obersten und die untersten Blöcke in etwa so. Und dann machen wir hier einmal so und einmal so. Und dann haben wir ein paar Fenster drin. Tada! Dann hier unten drunter einmal... wie machen wir das? Unter diese vier Blöcke kommt gemeißelter Sandstein drunter. Oder, nee, Quatsch. Unter diese sechs Blöcke. Und dann verbinden wir das hier nach oben in etwa so. Und dann einmal hier nach oben. Und hier der Rest wird einmal mit Steinziegeln aufgefüllt. Und schon haben wir unseren Eingang. Tada! Achso, richtig. Hier, das wird noch mit normalem Quarz aufgefüllt. Hätte ich beinahe vergessen. Wer will, kann da vielleicht noch was mit Bannern machen als Deko. Würde bestimmt gehen. Ich muss gerade mal überlegen. Das habe ich selber noch nicht so gemacht, aber es geht bestimmt, dass man da so... Weil normalerweise sind da ja noch so Einmeißlungen drin und so, aber... Naja, wir lassen das fürs erste Mal so stehen, würde ich sagen, und guckt euch das an. So langsam sieht es richtig gut aus, ha? Also, ich finde es nicht schlecht. So, die Wände. Wir brauchen einmal wieder unseren gemeißelten Quarzblock.
und füllen einmal eine Reihe oder einen Ring, füllen wir auf mit gemeißeltem Quarz. Und dann machen wir noch innen drin ein bisschen Deko und dann sind wir damit im Prinzip auch schon ruckzuck fertig. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie habe ich das hier gemacht? Okay, wir haben dann noch so und so, okay. Das sollte kein großes Thema sein. Dann ein Ring mit normalen Quarzblöcken und dann kommt die Deko rein. Tut mir leid, habe ich beinahe vergessen. Und Fenster kommen auch noch rein und bla bla bla, aber das kriegen wir schon hin. So, einmal hier, dann hier noch so eine Reihe entlang, in etwa so, dann einmal hier hin, einmal hier hin. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie habe ich die Fenster gebaut? Okay, 1, 1, 1 und dann in der Mitte dicht. Okay, also wir lassen hier einen Block frei, Block hin, ein Block frei, Block hin, ein Block frei, Block hin. Von einer Seite ganz genau dasselbe und dann sollte das in etwa so aussehen. Tada! Super easy. Als nächstes die Steinsiegeln und wir bauen hier so eine coole Schlange rein, indem wir einfach so machen. Dann gehen wir hier drei Blöcke runter und dann so und dann hier nach oben. Drei Blöcke entlang, dann runter und unten drei Blöcke entlang und wieder nach oben und ja, Muster ist relativ ersichtlich, dann einmal so und jetzt füllen wir den Rest hier mit Quarzblöcken auf. Tada! As easy as that. Könnte man bestimmt noch wesentlich kunstvoller machen und verzierter, aber hey, es ist für ein YouTube-Tutorial und ihr sollt ja alle mitkommen und ich will mich hier nicht verbauen, deswegen hier nur so eine relativ einfache Deko. Man könnte hier jetzt noch mit Treppenstufen arbeiten und Reliefen und dass das dreidimensional ist. Aber hey, wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich habe jetzt nicht so die Intention dazu. Okay, ich bin gerade am Überlegen, wollen wir die Wand hier einfach rüber kopieren? Meint ihr, ihr kriegt das hin, einfach das, was ich hier gebaut habe, nochmal hier in diesen Rahmen reinzubauen? Ich denke schon. Bedeutet, also alles, was ihr hier gebaut habt mit den Ringen und so, das baut ihr hier auch nochmal in diesen Rahmen rein. Ich hoffe, ihr seht den. Und ja, dann sind wir im Prinzip ready to go. Ich mache das kurz einmal ein bisschen schneller mit World Edit, indem ich hier einmal kopiere, mich dann einmal hier drüben hinstelle und das Ganze einmal hier hinpaste. In etwa so. Ja, sieht gut aus. Dann habt ihr das Ganze, was ihr hier drüben gebaut habt, nochmal hier. Und wir haben schon 3 von 4 Wänden fertig. Nicht schlecht, oder? Also, ne? Kann man echt nicht meckern. Gut, dann würde ich sagen, machen wir heute noch die hintere Wand und in der nächsten Folge machen wir es da, ein bisschen Verzierung und so weiter, oder? Ja, ich denke, das klingt eigentlich relativ gut. Hier hinten die Wand ist eigentlich auch wieder ein Kinderspiel, also wirklich super easy. Einfach wieder der typische Ring mit gemeißeltem Quarz, einmal außenrum. Dann, ihr habt es schon fast erraten, wenn ihr gut aufgepasst habt, schnappen wir uns wieder den normalen Quarz und packen wieder einen Ring hier rein. Zack, in etwa einmal so und dann einmal hier entlang und einmal hier hin. Oben dann einmal eine Reihe für Fenster. Die machen wir ganz genauso wie vorne, in etwa so. Und dann füllen wir den Rest einfach noch mit normalem Quarz auf. Ja, ganz, ganz locker floggig. Optimal. Ja, dann hätten wir im Prinzip die Wände stehen. Treppe muss noch hin, Dach muss noch drauf und dann sind wir im Prinzip ready to go. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's vom heutigen Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben da würde ich mich sehr drüber freuen. Schaut auf dem Server vorbei und ja, wenn du neu dazugekommen bist, schau gerne auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es noch viele coole andere Tutorials und Videos. Ja, vielleicht sieht man sich da auch mal und dann sehen wir beide uns beim nächsten Mal wieder. Leute, bis dahin, baut fleißig weiter. Ciao und haut rein.